Da sind wir auch schon wieder hier bei Vegasylph mit Tales of Symphonia Chronicles, hier bei Vegasylph, das habe ich glaube ich schon gesagt. Ja. Und ja, wir haben uns überlegt, wir machen jetzt so einen kleinen Trainingspart, weil, wie wir schon angedeutet hatten, weil wir ja schon gesagt haben, dass unsere Charaktere ein bisschen schwach sind. Also wenn ihr... Ich bin gegen die nach oben kämpfen. Achso. Also wenn ihr keinen Bock habt, also wir werden diesen Part durchgehend nur kämpfen. Ihr könnt also ruhig, wenn ihr wollt, diesen Part überspringen, falls euch das zu langweilig ist. Ihr könnt dann einfach beim nächsten Part weitermachen, ihr werdet da nichts verpassen. Vielleicht, lernen die ja noch ein paar Eindrücke. Ui, das sieht nice aus. Vielleicht lernt der andere ein oder andere noch ein paar Techniken, die wir auf jeden Fall noch gebrauchen könnten. Ich denke, das ist nicht mal verkehrt, wenn wir so ein bisschen hochleveln. Ja, schadet nie. Auch wenn wir uns vielleicht ein bisschen schwächere Gegner suchen sollten. Yeah, wir haben Power Hammer! Die nützlichste Technik ever! Yay, ich hab Lightning! Ich hab auch was lernen! Ich habe ein Level up. Oh, die DC kann ich auch noch nicht. Nee, ich habe auch nicht. Meine Nase juckt. Dann kratzt dich. Tu ich. Kratzt dich. Ich liebe das. Nach Herzenslust. Ich lerne bald Stone Blast. Yay, ich will hier. Warte. Ja? Will ich das selber machen? Was? Nein. Ich wollte mir Lightning auf R2 machen. Aber sicher doch. So. Danke. Oh, ich glaube ich. Obwohl, die brauche ich auch, wenn ich Healing Wind lernen will. Ich mache jetzt erstmal hier Fireball, auch wenn es uneffektiv ist. Und das brauche ich für mein Hellfire. Don't let up. Take this. Fireball. Das ist zwar reichlich uneffektiv, aber was soll's. Starting to wonder about your taste, Colette. What's that supposed to mean? So voll die Textwand. Echt. Hätten wir mal so weg, so aufblicken, wegmachen. Ja. Blending. Ja. Weißt du, was mir gerade einfällt? Was? Wir sind in diesem Part in diesem Tempel gefangen. Ja, stimmt. Hast recht. Was soll's? Sehen wir es als Überlebensmarathon. Du Kackvogel! Verfass dich aus meinem Bild! Ich seh nix! Da! Obwohl, wenn das nur so 0,5 ist, ist es ja egal, ob wenn der mal ein bisschen kürzer ist. Jo. No. Lol. You cannot oppose fate. Nur das Titus, okay. Ansonsten gehen die nämlich auch bei die TP aus. Ja, sonst boxe ich mich so ein bisschen durch. Ja. Kackvogel! Kommst du her! Kackvogel. Du bist der nächste auf meiner Liste, das taugt dir! Ich tu dies! Aua! Wenigstens kann ich hier mal First Aid trainieren. Das ist aber kein First Aid.
Ich wollte mal ein bisschen näher rankommen. So. Nicht sterben! Ja, nicht gut. Gute Reflexe. Never had a chance. Oh, jetzt hast du auch schon ein Level up. Yay. Colette of A. Voll verlevelt. Schade, dass das nicht mehr wie bei Vesperia ist, wo du dann so Hinterhaltsangriffe hast. Ja, stimmt. Take them down quickly. Die Leute liegen. So, Take this. Aua! Vogel. Take this. First aid. Take this. First aid. Alter, heil ich wen. Take this. First aid. Thanks. Oh, das war dumm. Take this. First aid. Hellhammer. Take this. First aid. Found your way. Take this. First aid. Thanks. Take this. First aid. Falsche Richtung. Oh, falsche Technik. Take this. First aid. Aquahead. Found your way. Keep working on it, okay? Ich glaube, ich sollte die Leute mal wieder beleben. Ah, da haben wir ein Speicherkristall. ja. Oh, ehrlich wieder. Weil das fällt mir eigentlich ein. Wenn die eh nur auf der Bank rumhockt, kann die uns mal wenigstens heilen. So. Nö, dich mal wieder. Kleines Würmchen. Der einzige, der den auf TP hat, ist Lloyd. Was, dann kriegst du bei dem Kraftschiff. Du willst sein. Sag ich doch. Hast du mit Lloyd verstanden? So, ich halte doch erst. Ich hatte noch Kampf. Aber gut, ich flog doch, dass ich nie in den Nahkampf gehe. Ja. Obwohl, das gefällt mir besser, als wenn die so blinken. Hm. Aber das wundert mich irgendwie voll, dass wir jetzt so schlecht sind. Ja, wahrscheinlich, wenn wir so durchrasen. Das kann sein. Ist aber Texas und Grund im Spiel bin ich hier gerade. Ist ja bei Grünchen auch so. Never had a chance. Nein, für die gibt's auch nur 70 EP. Hm. Oh, wir haben schon 8 Minuten. Ich muss sagen, da war doch noch einer. War doch was. Oh, den hatten wir noch gar nicht. Schön. Genius gehen. Los, Leute, macht's kaputt. Ich wollte ihn gehen lassen, damit du deine TP wieder auffüllen kannst. Also, ich bleib mal schön stehen, dann kannst du den da kaputt hauen. Du kriegst dann noch ein paar TP dazu. Wie viel hast du ja nicht mehr? Wir sollten hier, wir sind ja eigentlich voll der Gegnerschreck geworden. Ja. Ah, da sind die Irren schon wieder. Aber langsam gewöhne ich mich auch daran, dass der Angriffskampf woanders ist als vorher. Ja. Und daher ist mir das dann zu drehen eigentlich recht.
Auch wenn ich mich erst dran gewöhnen muss, dass die C-Stick-Befehle jetzt woanders sind. That's that. Oh, Quell hat bei dem Kraftschuss. Mhm. Oh, wie viel KP habe ich schon? Boah. Enemies deserve no mercy. Sorry, Colette. Ich glaube, das war. Pervers. Absolut. Ja. War das in der GameCube-Version auch schon immer so schlimm? Ich glaub's nicht. Vielleicht ist es uns nur hier aufgefallen. Das kann auch gut sein. Gott. Hilfe! Lasst mich durch! Ich bin Arzt! Oh Mann. Oh, ich küsse dich nicht mehr. Nein. Sorry. Was bist du denn? Ich kämpfe da hinten gegen das Elementar-Dingens. Ich schicke so durchs Bild. Der fliegende Typ. Never had a chance. Na, Colette blockt immer noch. Ich will diese Nopse nicht. Dieser Mann mit der Nopse. Ich dachte, als wenn da etwas kaputt wäre. Hört sich wie eine Krankheit an. Ja, ja, es tut mir leid. Machen wir mal an. Vielleicht ist das jetzt besser. Es tut mir so leid, dass ich das sagen muss. Ah, das ist auch schon besser. Ja. Ja, das finde ich schade, dass man das nicht verbessert hat. Mhm. Weil das wäre mal wirklich was, was man meiner Meinung nach wirklich mal verbessern sollte. Ich hätte das echt nicht schlecht gefunden, dass die gleiche Steuerung wie Dawn of the New World gehabt hätte, wo man dann auch frei rumlaufen kann. Ja, stimmt. Autsch. Zuerst habe ich mich auch gewundert, dass dass die oh, wir haben schon Barrier gelernt. No. Macht's. Ja. Bin schon auf 10. Oh. Naja, wie gesagt, ja. Dass die, wenn die ein Remake machen, dass sie dann die den Grafikstil von Dawn of the New World auch übernehmen. Mhm. Aber dann habe ich mir jetzt auch irgendwie gedacht, das wäre ja doch irgendwie nicht mehr das Tales of Symphonia, was wir kennen und lieben. Das stimmt. Das wäre irgendwie so ein bisschen verfälscht von mir. Du kannst ja schon mal in den Flur begeben. Ja. Die Land ist ja nicht mehr. Genau. Ich glaube, wir machen dann auch die Gegner im Flur platt und dann. Hat sich's. Dann hat sich das. Wir immerhin, ich glaube, ein oder zwei Level ganz gut trainiert. Jo, ein paar Techniken gelernt, passt schon. Ich glaube, so siehst du dich auch, obwohl die Kamera wackelt jetzt immer so, ne? Ja. Aber wenigstens siehst du dich jetzt. Oh, du hast bald einen Kraftschuh. Hey, ich blunke. Colette blinkt auch noch. Jetzt bald blunken wir alle. Jetzt yeah. Sind wir die Blunkies. Die Blunkies. Willkommen im Blunkieland. Oh Gott. Ich muss mich jetzt eigentlich mal ein bisschen hinsetzen und mein Firewall mal ein bisschen pauken. You're going down. Was mache ich denn? Das. Gut, dass ich noch so viel TP habe. Warum mache ich die mal her? Ja, du hast doch nur jetzt eine Brühe, ne? Ja. Los, Colette, Verteidigung! Ich bin nicht sicher, ob das eine TNT ist. Ich mach einfach mal. So, dann ich hier noch ein. Oder kein. Oder kein. Aber der, wenn du Richtung Ausgang läufst, ja. Sondern nicht noch die Ente. Die Ente? Das sieht so aus wie ein Rabe. Kann ich auch immer meinen letzten TP verpulvern. Oh, woran liegt das bloß?
Immerhin, es hat noch für mich ein Level abgereicht. Das ist ja. Und wir haben auch schon wieder massig Geld gesammelt. Es wird ja immer besser. Ja. So, ich glaube, das war's auch schon. Ja. So, das war unser kleiner Trainingspart. Wir haben jetzt, ich glaube, 2-3 Level trainiert. Ja, so ungefähr. Gefühlt zumindest. Ja, wir sind zwar noch nicht so stark, wie wir eigentlich sein sollten. Aber es reicht schon mal wieder, um mit den neuesten Gegnern Schritt zu halten. Und ja, beim nächsten Part geht's dann auch schon wieder mit der Story weiter. Also bleibt dran, Leute. Bis zum nächsten Mal.